Im Rahmen des Heimspieltages am 11.11.2023 konnte die Handballfamilie des Elsterwerder SV 94 insgesamt drei neue Sponsoren in der Elbe Elsterhalle begrüßen. Mit der FMS Handels GmbH Nahkauf aus Elsterwerder, der Gaststätte zum Kegelkönig aus Elsterwerder und Waffenmüller aus Hirschfeld kommen drei neue Sponsoren als Unterstützer des Handballs in Elsterwerder hinzu. Ebenfalls hat der langjährige Sponsor Neustadt Automobile sein Engagement erweitert. Der ESV freut sich über die tatkräftige Unterstützung und das neu entgegengebrachte Vertrauen. Der Handballsport in Elsterwerder wird dadurch weiter gestärkt werden. Nach einer dreiwöchigen Spielpause hieß es endlich wieder Derby-Time in der Elbe Elsterhalle in Elsterwerder. Die Handballer des ESV 94 traten an gegen die zweite des HC Bad Liebenwerder. Zunächst schien es, als ob die Kurstädter Gäste die Nase vorn hätten. Bereits zur Pause hatten die Gastgeber aber die Bad Liebenwerder wieder eingeholt. Mit einem regelrechten Torgewitter startete man in die zweite Halbzeit, was die Gegner allerdings mit Stärke und Kampfgeist quittierten. Das allein reichte am Schluss allerdings nicht. Mit einem deutlichen 40:25 Heimsieg endete das Lokalderby zugunsten des Elsterwerder SV 94. Die Männermannschaft des ESV 94 bleibt damit weiterhin ohne Punktverlust auf dem dritten Tabellenplatz. Am gleichen Tag mussten auch die Frauen des ESV ran. Ihr Gegner war die TSG Lübbenau. Erklärtes Ziel war mindestens ein Unentschieden. Nach einem eher unglücklichen Start kämpfte man sich bis auf ein 11:12 zur Halbzeitpause an einen Ausgleich heran. Trotz guter kämpferischer Leistungen reichte es am Ende aber nicht für den Sieg. Man trennte sich sehr deutlich mit 28:21 für die Gäste aus Lübbenau.